Moin Freunde, willkommen am Shisha-Stammtisch, ich bin Chubby und wir haben ein neues Logo, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir haben das auch bei Instagram drin, natürlich folgen, als auch bei TikTok. Und wenn ihr TikTok habt oder irgendwie das sogar öfter nutzt, auch da folgen, blablabla, ihr kennt das ja. Ach ja, und auf YouTube natürlich abonnieren. Hier haben wir, also das ist jetzt das heutige Thema, nämlich Shisha Galaxy. Ehrenmann hat uns einen Kopf zugeschickt, nämlich den Funnel bzw. den KS Thumbnail. Ja, richtig, nicht Funnel mit PH und NN, sondern Funnel Thumbnail. Komische Schreibweise als auch Aussprache, aber naja, also das ist der KS Thumbnail und man kennt es, es ist, also man kennt von KS, ein typischer Steinkopf bzw. ein Tonsteingemisch. Das ist die Funnel Art. Besonderheit ist hier, nicht wundern, die erste Aufnahme, bevor ich den Kopf gebaut habe, wo wir gleich zu kommen, ist missraten, misslungen. Deswegen ist hier schon Tabak drin. Hier sehen wir am Funnel Loch Luftschlitze. Ich hoffe, man sieht das. Ich hoffe, der Fokus greift. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Und ja, die Größe, das sind, oh, lass mich lügen, 6 cm oder so ungefähr. Und also relativ klein, aber handlich, zumindest für kleine Hände wie meine. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Hand liegt. Und ja, hier oben ist ein rauer. Also der Rand hier oben ist rau. So richtig steinig rau und das ist halt perfekt für Smokeboxen, zum Beispiel dem Kanut Lotus 2 als auch dem 1er oder dem 1 Plus oder was für Smokeboxen ihr benutzt, die eine ähnliche Größe haben. Und ja, das Ganze kostet bei Shisha Galaxy 19,90 € und ob das überhaupt was wert ist, ob man damit überhaupt gut rauchen kann, das sehen wir gleich. Was ich noch sagen will, es gibt echt viele verschiedene Farbmuster. Ich habe jetzt den schwarzen bekommen. Es gibt davon auch noch rot, wenn ich mich nicht irre, auch noch gelb, türkis, grün und die sehen alle, ihr könnt ja mal bei Shisha Galaxy vorbeigucken, die sehen unfassbar geil aus, also wirklich. Nicht, dass ihr jetzt denkt, irgendwie hier, er hat was geschickt bekommen und stellt das vor und ist irgendwie gekauft und sagt deswegen nur gutes Zeug. So, das Fazit, selbst wenn der Kopf scheiße ist, sage ich, dass es scheiße ist. Aber ich muss wirklich sagen, die Farbkombos, die sind extrem pornös. Und ja, achso, was ganz wichtig ist, wie viel kommt in diesen Kopf rein? 15 bis 20 Gramm. Das Tabakdepot ist 11 mm genau hoch. Ich weiß nicht, ich kann ja nochmal nach vorne kommen. ob man das sieht, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall 11 mm, 15 bis 20. Ob man damit jetzt lange rauchen kann, das kann ich euch schon mal sagen. Es ist auf jeden Fall mehr als perfekt für, ich sag mal, in Anführungsstrichen, kurze Sessions. Und ob für lange Sessions, Gott, was habe ich denn bitte für Sprachfehler heute? Ob es auch für lange Sessions vorteilhaft ist oder eher nicht, das sage ich euch gleich. Jetzt kommen wir erstmal zum Kopfbau und der sieht wie folgt aus. So, wir bauen uns ein schönes Köpfchen Miss Juicy von Holster. Sehr lecker, wer es fruchtig und beerig mag. Und wir füllen erstmal ein bisschen hier rein. Wie ich eben schon gesagt habe, 15 bis 20 Gramm ist so das Tabakdepot, beziehungsweise so viel Tabak passt rein. Ich habe, wie man schon sieht, gekleckert gehabt. Und jetzt füllen wir das erstmal ordentlich überall gleich, also gleichmäßig rein. Nachdem wir es eingefüllt haben, einfach wieder ein bisschen begradigen, so dass überall ein bisschen ist, alles relativ gerade, nicht irgendwie auf der Seite zum Beispiel zu viel und hier irgendwie zu wenig. Und nachdem ihr es begradigt habt,
sei es, wenn ihr es locker fluffig packt, was allerdings ein bisschen durch das kleine Depot schwieriger ist. Nicht vergessen, diese Luftschlitze hier nicht zu bedecken, sodass die Luft beim Ziehen schön zirkulieren kann. Und tada, gleich noch die Ränder abwischen und schon ist euer Kopf fertig. Trotz meinem kleinen Lungenvolumen, echt super Rauchentwicklung. Ja, also, mit dem KS Thumbnail kann man locker flockig eineinhalb Stunden rauchen. Wenn ihr Tabak habt, der gut feucht ist, der gut verarbeitet ist, der eine gute Qualität hat, dann natürlich auch länger, kommt natürlich auch auf Setup an und so weiter. Also, rauchtechnisch auf jeden Fall für Minimum eineinhalb Stunden Chokgüsel und das Ganze kostet bei Shisha Galaxy 19,90 Euro. Lieferzeit 1 bis 3 Werktage und ja, was soll ich sagen, 19,90 Euro würde ich dafür ausgeben, wenn ich den selber jetzt kaufen müsste. Ja, würde ich tun. Es ist ein Funnel, mit dem man gut bauen kann, mit dem man wirklich wenig Tabak verschwendet, sage ich mal. Und alles drum und dran, auch das Rauchverhalten, auch, also wirklich alles ist perfekt. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn ich irgendwas gesagt habe, beziehungsweise nicht gesagt habe, was ihr aber wissen wollt, schreibt es unten in die Kommentare und auch über ein Abo würde ich mich freuen, würde sich der Stammtisch freuen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende des Videos. Ein, ich hoffe, locker, flockig, knackiges Video mit allen Infos drumherum, um den Kopf. Und wie gesagt, Shisha Galaxy, Ehrenmann, ich küsse dein Auge. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, dass ihr, wenn ihr den kauft oder sogar habt oder irgendwie gerade sogar damit raucht oder was auch immer, ganz viel Spaß damit haben werdet und würde mich jetzt verabschieden. Dieser Zug ist einfach nur so da. Und dieser Zug jetzt geht auf euch. Damit würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Tüdelü, haut rein und bis zum nächsten Mal.